Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Borderlands 2 mit dem lieben Negaterhorst. Vielen bitte. Okay. Wir müssen den Zug erwischen. Ja, erstmal müssen wir zu Tiny Tina zurück. Tolle Aussprache. Ja. Iridium. Warum finde ich das immer? Keine Ahnung. Ich fühle mich noch supermäßiger. Ich erinnere mich wieder. Wir können irgendwie auf dieses Haus, wo wir in meiner Folge oben drauf waren, da könnten wir irgendwie einen Schalter drücken und dann können wir unten durch. Na, Sabermission. Leben. Ich krieg ja jetzt auch Leben, wenn ich... Aua. Warum heile ich mich gerade so stark? Keine Ahnung. Ich heile mich komplett voll gerade. Krieg auf jeden Fall Leben für Overkill-Schaden. Iridium. Eins. Hallo. Geil! Sekündchen noch. Das wird super. Okay. Schwing deinen Hintern aus meiner Werkstatt, Mann. Für das hier muss ich allein sein. Was auch immer du damit machst. Ich bin eine Teekanne, bin voller Blut und so. Hier ist mein Henkel und hier ist mein Popo. Also man kann sie da unten beobachten. Ups. Bau eine kleine Bombe in ein geiles Dämchen, jag damit was hoch und alle sterben. Matsch. Wirklich. Matsch. Ihr seht verflucht gut aus, Ladies. An die Arbeit. Jawohl. Zwillinge. Nimm sie. Alles klar. Setz die Damen einfach nahe der Schienen ab und mach sie scharf. Guter Plan. Herzlich willkommen! Nimmst du die Mission da an? Hey, ja. Yo, du kannst was für mich erledigen, Freund! Alles klar, Keule? Hab ne voll wichtige Teeparty. Aber mein Date ist nicht aufgetaucht. Und ohne Begleitung siehst du mich auf keiner Party! Vergiss es! Sein Name ist Sir Reginald von Bartlesby. Ein riesiger Aristokrat und Kunsthändler. Ich glaube, seine Mutter hat ihm verboten, mit mir zu sprechen. Ich befreie den schon. In meine Obhut zu geben. Okay. Hier gibt es ja noch eine Base, wo man auch noch die Banditen rufen könnte. Also Verstärkung. Ja. Aber da müssen wir noch nicht rein. So, das ist ja alles schön gesichert hier. Passiert nichts. Ich bin gerade voll in irgendwas reingesprungen, wo ich nicht reinspringen sollte. Das ist genau in der Base, wo wir eben alles schon geholt haben. Bin ich gut oder bin ich gut? Sehe ich da unten Iridium? Iridium? Ich will hier wirklich nicht auf den Bahnschienen stehen. So. Ich will wirklich über die Bahnschienen weitergehen, wir müssen hier hoch. Ja. Ach, verdammt. Okay, das wird schwierig, da hoch zu klettern so. Wenn wir Glück haben, greifen uns die Kopter nicht an. Und helfen uns. Wer weiß. Ich glaube nicht. Weil hier müssen wir, glaube ich, ein Racket ausschalten. So.
Es wird Zeit, den Bot abzugraden. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Wärme. Ich würde dir empfehlen, die vorher zu killen, damit die sich nicht verwandeln, ne? Na gut. Weil dort oben wird das nerven. Irgendwie hätte ich sie gern alle. Gut machst du das. Ja. Ja, so kann man es auch machen. So, da oben ist unser Ziel. Ja. Entschuldige, Madame von Badesbüßtemperament. Ich schneid dir die Augenlider ab, damit du bis zum Ende zu. Komm runter und ich schlag dich kaputt. Das ist eine gute Ziege. Und jetzt holt ihr Reginald. Wir haben so vieles zu besprechen. Was hat die gedroppt? Eine Sniper. Interessiert mich aber nicht. Okay. Ich hol den. Passt, Sir Reginald. Jetzt musst du nur noch Prinzessin Fluffybutt finden und mir ein bisschen Eisenschrott von den Koptern holen, damit du meine Teekanne daraus basteln kannst. Spring einfach ein paar Kopter und schnapp dir die brennenden Teile. Haben wir ja gerade nicht nur eben so getan. Oh, du kannst unterwegs gerne ein paar Crumpets organisieren. Crumpets sind geil! Da ist ein Kopter. Hassenswertes Feuer! Freundlich fürsorgliches. Irgendwas Friendly Fire. Ich hol schon. Okay. Ich fühle mich noch supermäßiger. Schaffst du? Ich glaube nicht allein. Aber ich kann jetzt schlecht wieder hoch. Ja, passt schon. Du hast Prinzessin Fluffybutt? Oh Mann. Diese Party wird die volle Supersause. Okay, ich bin tot. Da sind auch relativ viele Kopter. Das habe ich gemerkt. Und wo gibt's Crumpets? Ich habe keine Ahnung, was Crumpets sind. Irgendwas, was man zu Teepartys isst. Blöder Kopter, ich treff dich noch. Fuck, ey. Wieder hier unten. Ach komm, den habe ich doch gekillt. Einer wieder weg. So. Perfekt. Ah, will ich nochmal zu mir um. Hab einen. Um eine Teekanne zu machen. Echt? Du bist der Beste. Du bist der Beste. So, sollen wir noch Crumpets holen? Was sind Crumpets? Werden wir dann ja sehen. Ich guck mal, was das sind. Dort hinten. Musst du wirklich wissen, was etwas ist, um es zu holen? Ja, weil ich dann weiß, wo ich danach suchen muss. Nee, da, du weißt ja nur, was es ist. Das stimmt. Hier war eine Granatenmod unten aus irgendeinem Grund. Da vorne sind die. Ich guck mir das mal an. Willst du das auf Band haben, was das ist? Was? Crumpets? Ja.
um es oft für die Nachwelt festzuhalten. Gerne. Scheinbar sind das so eine Art Plätzchen. Hm. Sieht aus wie Mini-Torten. Fuck. Warum haben die das hier? Keine Ahnung. Ah, lecker. Ich werde so Meins. Viele gottverdammte Crumpets verputzen, das wird die reinste Crumpokalypse. Okay, bringen wir das mal weg. Ja, bevor sie noch mehr Panz macht. Hey, Tundra Patrol, Patrol, hört sich an wie irgendwas aus Power Rangers. Der hat mich ja nur halb gekillt. Was hat mich eben eigentlich so stark geheilt? Keine Ahnung. Hey, die Bombe auf dem Haus ist weg. Da waren Bombenentschärfer am Werk. Ich bin einfach nur dran vorbeigelaufen und hab den Vorbeigehen gesprengt. So. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Sir Reginald. Plaudern wir ein wenig. Sie sehen toll aus. Jetzt zur Einladung des Ehrengastes. Okay. Da will ich eine Teeparty schmeißen und der Ehrengast fehlt. Sei so lieblich und lock unseren Gast auf die Party. Sonst fress ich deine Babys. Sein Name ist Fleschstick. Nur so am Rand. Und Band. Haben wir Babys? Noch nicht. Also planst du das? Ist mit dir? Eigentlich nicht. Ohne dir zu nahe zu treten. Du wirkst nicht wie ein guter Vater. Also hier im Spiel jetzt. Klar. Wir dürfen ihn nicht anballern, ne? Oh ja. Wen dürfen wir nicht anballern? Flashstick. Das ist jetzt blöd. Amateur. Ich kann Deathtrap immer noch nicht kontrollieren. Ja, warum setzt du den denn überhaupt in so einer Mission ein? Woher soll ich denn wissen, dass wir den nicht töten sollen? So bin ich. Das hat die gesagt. Können wir die Mission neu starten? Genug, ja, wir müssen zurück. Ich kann meine Fähigkeit in sowas einsetzen, du nicht. Ich hab nicht mitbekommen, dass wir den nicht töten sollen, okay? So, ich mach das eben neu, du kannst da stehen bleiben. Ja. Ich such mal das Rad für den Alarm. Ich glaube nicht, dass das Station ist. Die Station ist dort oben mit dem Rad. Na gut. Weil das Lager ist zu klein. So. Hier, er dürfte wieder kommen. Ja. Einfach nur zu uns locken. Da steht sogar ein Lebensbalken dran. Einfach nur vor dem Weglauf. Alles klar. Na, komm her. Ich fress deine Kehle, Badass. Verletz unseren Gast nicht zu schwer, Keule. Man kann auf keine Teeparty gehen, wenn man tot ist. Ja, der muss uns folgen. Tut er das nicht mehr? Hat jemand ein Festessen geliefert? So. Du bist herzlich eingeladen, Schwein!
wie funktioniert das denn? Ich hab keine Ahnung. Mach dich hübsch für das große Ereignis. Ich will Big Launcher. Ich auch. Zeit für die Party! Und du bist der Kellner. Also das Mr. Sparks dort drüben, Raketenwerfer. Um das hereinzubringen. Du kannst da drücken, ne? Alles klar. Deine Eltern haben bestimmt geschrien, als sie draufgegangen sind, hm? Wenn du bereit bist für die Party, verpasst bitte Mr. Flashstick eins in seine Schweinefresse. Du darfst ihn schlagen. Möchten Sie die Ehre haben? Meiner tut mehr weh. Eben. Oh, eins habe ich vergessen. Flashsticks Freunde sind auch eingeladen. Pass auf, dass sie nicht randalieren und den General verschrotten. Ja, sollten wir uns drum kümmern. Ja. Darf ich jetzt einen Deathtrap loslassen? Ja. Zeit für Roboter-Action! Holt mich hier raus, Bastarde! Ich hab's noch drauf. Und wir kriegen hier sogar noch Verstärkung. Ich versteh dich nicht. Flashsticks Freunde sind so laut. Was für Rüpel. Wirklich. Du solltest dich aber schon um die kümmern, die hier durchkommen. Video. Iridium! Bitte empfange Mr. Flashsticks Freunde weiter, so wie du es gewohnt bist. Neulich habe ich etwas Faszinierendes gelesen, Sir Reginald. Es ging um Slag-Experimente. Die Anzeigen habe ich vergessen. Wenn du mich nicht rauslässt, heute ich dich bei lebendigem Leib! Flashstick! Können Sie es wagen, Sir Reginald zu unterbrechen? Läuft ja ganz gut hier. Ja. Fluffy Butt, Sir Reginald. Wieder Sie beide kursieren sehr anzüglich und Gerüchte. Ist da was dran? Aber ich bitte Sie, Fluffy Butt. Mir können Sie doch vertrauen. Ich tratsche. Der läuft ganz schön gefährlich. Ah, pass schon drauf auf. Prinzess, es ist kühl für die Jahreszeit. Was meinen Sie? Oh, sicher. Jetzt kommen die hier wieder nicht. Ist gerade zwei mit einem Schuss erledigt. Ja, der Shotgun, die streut. Da ist einer durchgekommen. Hab ihn. Der läuft durch, der läuft durch. Hab ihn. Da läuft der nächste. Das nennt sich Elite. Die greifen mich nicht mal mehr an, deswegen kann ich meine Fähigkeit gar nicht mehr einsetzen. Das dauert länger. Sie könnten was viel Besseres haben. Ich zerfetz dich Stück für Stück! Na komm, fertig gemacht. Okay, geschafft. Nun, das war eine reizende Teeparty. Garçon, auf ein Wort.
Lichter. Oh, es wird spät. Ich fürchte, Mr. Flashstick muss uns verlassen. Dich kenne ich doch. Du solltest tot sein. Und jetzt? Ich oder Sie, wer sollte tot sein? Monsieur Flashstick. Mrs. Marks, was denken Sie? Nein! Es tut mir leid, dass ich deine... Oh. Effizient. Wird der nicht auch einfach respawned? Das frage ich mich auch immer. Haben wir noch Zeit für die andere Mission? Wir sind schon bei 20 Minuten. Ja. Ah, was soll's, machen wir eine längere Folge. Ich hole mir aber vorher schnell neue Munition. Ich habe nämlich wirklich nur noch einen einzigen Schuss in der Sniper. Ich habe die Sniper gar nicht verwendet. Ich habe die ganze Zeit mit Shotgun geschossen. Meine Shotgun ist bei mir nicht so stark. Das ist meine Shotgun. Dann machen wir tatsächlich mal wieder sowas. Der Toast rennt rein ins Gefecht. Der Technik-Freak kommt hinterher. Das sieht irgendwie immer aus, als hätte ich eine Box in der Hand, wenn ich mit der Shotgun hier rumlaufe. Schon wieder Müll. Bei mir ist selbst Geld Müll. Ah. So. Mach ich hier einen Hase fest und du da. Ich stupse sie einfach in den Bauch, wenn ich den Sprengstoff hochjagen soll. Ich muss ihn fernzünden. Okay, soll ich? Sollten wir nicht warten, bis ein Zug kommt oder so? Wir können die doch schon mal aktivieren. Na gut. Hey, ich bin gar nicht mitgeflogen. Wo ist die andere gelandet? Ach, da hinten. Fackel alle meine Babys ab! Tja, das ist auch eine Möglichkeit, einen Zug zu hijacken. Der Kammerschlüssel ist noch auf dem Eisschelf. Klettere auf das Wrack, um ranzukommen. Das Ruhe auf den Zug, denn sonst gibt's was vor dem Bug. Das ist ein Rap-Song von mir. So, sollen wir da noch durch? Ach, verzeih's, warum nicht? Ich muss sagen, 10, 9, mir war langweilig, ist glaube ich so mit eins meiner Lieblingszitate. Also spielst du doch auf Deutsch. Ja, ich hab gesagt. Ich weiß nicht, wie man hier das umstellt. Moment, das muss ich mal kurz. Ich habe hier einen Skill, wo ich gerade nicht ganz sicher, wo ich gerade mal schauen muss, was genau der mir bringt. Hälfte und interessant. Überlegen ist Sweetheart-Klassen-Mod. Ich glaube, ich muss mich wieder heilen. Ach, was soll's. Komm, hol ich's mir einfach. Ich bin voll. Moment. Gesundheitsregeneration und Schildladeverzögerung. Ich hoffe, es hilft. Man sieht sich. Da jetzt. Möglicher Feuerschaden, Magazingröße. Nö, mehr Gesundheitsregeneration. Jetzt lädt sich mein Schild nicht mehr auf.
Mein Schild lädt sich tatsächlich jetzt gar nicht mehr auf. Ja, das ist nicht so toll. Ja doch, dann kann ich meine Fähigkeit schneller einsetzen. Dafür habe ich ja mehr Leben. Aber dann macht mein Schild auch nicht mehr Schaden. Ach komm, das ist der Mod, den ich mir gerade kaufen wollte. Ausverkauft. Fuck. Ich den gekauft. Warum solltest du dir für 4000 Dollar einen Necromancer-Mod kaufen? Um dich zu nerven. Wäre natürlich eine Option. Aber irgendwie blöd. Der lädt halt wirklich nicht mehr mein Schild auf, aus irgendeinem Grund. Oder es dauert nur extremst lange. Hast du dein Schild irgendwie nicht ausgerüstet? Doch. Wechsel mal den Schild. Der lädt ihn nicht mehr auf. Okay. Soll ich dich einmal anschießen, um zu schauen, ob er sich dann auflädt? Nein. Das geht nämlich auf mein Leben. Okay. Dafür regeneriert sich ja jetzt meine Gesundheit. Okay. Das war gemein. Ich könnte einen Deathtrap rufen, um dein Schild aufzuladen. Ne, jetzt lädt er sich wieder auf. Achso. Müsste irgendwie nur meine Dingens einsetzen. Da oben sind ganz viele. Wie viel wollen da denn jetzt ankommen? Standen die gerade bei dir auch übereinander? Oder war das nur bei mir so? Jetzt niemand übereinander sterben. Deathtrap, hättest du nicht mein Schild auffüllen können? Nö, ich brauche viel. Ich habe fast gar kein Leben mehr. Ich habe kein Leben mehr. Warte, ich kann nicht wiederbeleben. Stirb, Deathtrap, ich werfe jetzt Explosion. Ich hab das Licht erblickt. Okay. Ja, ich regeneriere mich halt echt jetzt. Cool. Vom Leben her. Ich jetzt auch. Da ist ein Kammersymbol. Oh. Wo? Oh. Da. Nicht. Zu blind? Na, wo ist das? Ich hab gesagt da und dann ach, kommst du da! Mit. Na, immerhin regeneriere ich mich jetzt. Das wäre wahrscheinlich sogar mit dem Sirenen-Skill noch besser. Was ist denn das? Feuerwaffe. Willst du die? Das ist halt ein Sturmgewehr. Ich weiß nicht. Wenn ich tatsächlich mal sowas wie Anarchie angesammelt habe, wäre es vermutlich gut, sowas dabei zu haben. Aber ansonsten... Soll ich dann? Ja, kann's verkaufen. Keine Sorge. Würde Jack den Kammerschlüssel wirklich schützen wollen, wäre er nicht in einem Zug. Er würde ihn von Wilhelm bewachen lassen. Okay. Dann bin ich ja beruhigt. Oh je. Das ist eine Falle. Der Kammerschlüssel ist nicht im Zug. Mission abbrechen, Soldat. Sorry, aber gegen Wilhelm hast du keine Chance. Glaub mir. Hab ich nicht? Hab ich nicht? Ohne selbst den Kratzer abzukriegen, wenn es zu heftig wird. Roland irrt sich, Kammerjäger. Du kannst Wilhelm besiegen. Ich verspreche es dir. Ich kann nicht so nah an ihn ran. Irgendwie ist der ganz schön schwach, finde ich. Ja, ich kann ganz gut kitzeln gerade bei ihm. Ich stehe hinter ihm mit einer Shotgun. Oh,
Oh, die können Schüsse zurücklenken, die Typen. Halt dir die Augenlider ab, damit du das wirst. Reparaturbots zerstören. Okay. Tue ich irgendwie nicht mehr so gut. Ich kann mich schon drum. Ich hab dem gerade voll den Nahkampfschaden draufgegeben. Bin direkt wieder zurück ins Leben gekommen. Zerstör die Bots, während er die macht. Kann ich oder... Was? Brauchst du nicht. Ich komme selbst, klar. Ich muss nur kurz nachladen. Legt euch nicht mit mir an. Ich konnte eben mit meiner normalen Waffe weitermachen. Hallo, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Dann halt nicht. Sorry. Ja, hilft mir halt überhaupt nicht. Ja. Ich bin gerade selbst noch aufgestanden in dem Moment, wo du Hilfe, Hilfe, Hilfe gerufen hast. Ich stehe genau vor dir. Du hast Wilhelm gekillt? Heilige Hölle! Das war ich! Jack hat keine Chance gegen uns. Wilhelm hat einen Energiekern fallen gelassen. Schnapp ihn dir. Laut meinen Sensoren ist er einzigartig. Wenn du ihn Roland bringst, müssen die Schilde von Sanctuary vielleicht nie wieder aufgeladen werden. Glaube ich kann dich nicht. Ich kille deinen okay, ich Tod. Arigato! Habe ich gerade Arigato gesagt? Ja, sagst du voll los. Habe ich zum ersten Mal gehört. Guck mal, wie ich hier in den Krieg reinrenne. Weil ich Krieg bin. Tod zum Leben! Ja, lass mir halt die letzten. Was soll denn das? Oder Death Trap. Geboren in ein Flammenmeer! Hat er denn wenigstens was für mich gedroppt? Das ist ein recht guter Schild hier drüben. Da hinten liegt ein Haufen Iridium. Ich will mal sehen, wie der Schild ist. Also halt. Hier ist ein Necromancer-Dingens. Geduldiges Wunderkind, Klassenmod. Mhm. Mehr Waffengenauigkeit und Ladegeschwindigkeit. Das gefällt mir. Das gefällt mir auch sehr. Ja, lass mich halt nicht gucken. Elektrogranate. Quasi eine verbesserte Version von der Granate, die ich aktuell ausgerüstet habe. Und wo ist das mit dem Schild? Das grüne da. Hat irgendwie 800 Schildpunkte. Wo ist das? Ich stehe drauf. Nee, das ist so ein Pangolin, den will ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wäre es was. Nee, der zieht mir meine Gesundheit runter, will ich nicht. So, dafür muss ich da jetzt runterspringen oder was? Geil. Ich habe bei mir einen Skill, der einen Prozentsatz meines Schildes wiederherstellt. Deswegen ist es für mich ganz gut, so einen hohen Schild zu haben. Wow. So einen Energiekern habe ich noch nie gesehen. Der, den du von Reese hast, ist fast ausgebrannt. Warum bringst du ihn nicht her? Den Kammerschlüssel haben wir vielleicht nicht gefunden, aber wenigstens wird Sanctuary dank dir noch etwas länger sicher sein. Musstest du hier unbedingt auch runterspringen? Wow, ja. Bravo, Champagner, Applaus, Gratulation, langsames Klatschen. Ihr habt euch den verdammten Energiekern geholt, was? Ich habe euch gewarnt. Jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. Zieht euch warm an, Kammerjäger, denn jetzt kommt's richtig dick für euch. Dann würde ich... Wegen der Falschinfo. Ich dachte wirklich, der Kammerschlüssel wäre in dem Zug. Nächstes Mal mache ich das wieder gut. Ich bin in Sanctuary. Die Biers gehen auf mich. Was meinst du, Bloodwing? Dann würde ich aber sagen, an dieser Stelle beenden wir mal die Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.